Servus zu Barbecue aus Franken. Ja, vor einiger Zeit habe ich bei so einer kleinen Promotion-Geschichte von Broil King mitgemacht und durfte da mit so einem gusseisernen Wok, der direkt zum Einsetzen ist, arbeiten. Hintergrund war, wir wollten zwei, drei, vier verschiedene Sachen machen in einem gewissen Zeitraum und unter anderem war gedacht, dass wir den Wok verwenden. Da habe ich gesagt, okay, ich mache ein bisschen was Chinesisches, ganz was Einfaches, eigentlich mit Soßen aus dem Asialaden. Habe ich dann gemacht und ich habe gedacht, nur das läuft ein wenig so nebenbei. Nix war's. Das Ding war richtig gut und die Leute haben gesagt, her damit, und ich hätte die doppelte Menge haben können, jetzt losgebracht. Ich bin dann angesprochen worden, was hast du noch für Soßen genommen und so weiter und so fort, nachdem ich das alles zu Hause gemischt habe und gar nicht großartig mehr wusste, was da denn so eigentlich alles drin war. Wenn wir das Ganze heute mal ein bisschen nachbauen. Also, wer jetzt groß erwartet, dass ich hier Soßen aus zig hundert Gewürzen zusammen mische, der kommt heute nicht allzu weit. Ich werde die Sachen verwenden, die ich da quasi bei dieser Präsentation verwendet habe. Aber nichtsdestotrotz, ich fand diesen Wok-Einsatz so genial, dass mir den gleich besorgt habe. Ja, also, heute gibt es ein bisschen asiatisch. Ja, ich bin trotz der Einfachheit ein Freund vom Vorbereiten, also sprich vom Marinieren. Also bei mir kann das Fleisch gerne mal über Nacht im Kühlschrank liegen mit einer Marinade. Ja, und die Einfachheit des Rezeptes zeichnet sich dadurch aus, dass wir schon eine Fertigmarinade verwenden. Ihr seht, ich habe die schon benutzt, da läuft schon was raus und die werden wir jetzt einfach verwenden. Ich gebe da einfach mal so, ja, ich sage mal so, 6 Esslöffel von dieser Marinade rein. Kurz durchgemengt das Ganze. Ich habe die Marinade übrigens schon mal in einem anderen Video verwendet. Wenn es mir gerade wieder einfällt, wo es war, dann backe ich das einmal hinten dran. Wenn nicht, sucht es einfach mal bei meinen Videos, da findet ihr wahrscheinlich noch schneller wie ich. Also, alles gut mischen. Umfüllen so einen Behälter mit Deckel und dann über Nacht in den Kühlschrank. Mein Gott, ist das einfach heute. Das ist so einfach, da müssen wir nicht aber die Kameraeinstellung ändern. Wir brauchen natürlich ein paar Zwiebeln, also Gemüse muss natürlich rein in die ganze Geschichte. Und ja, ich sage mal, der klassische Schnitt ist jetzt der, dass man da so schneidet, also quasi den Anfang und das Ende von der Zwiebel. Und da hat man so diese halben Ringe. Ja, aber der Asiane macht es anders. Der schneidet im Prinzip die Zwiebel so. Und dann habt ihr eben diese typischen Zwiebelstücke, wie ihr so beim Asiaten findet. Und das mache ich jetzt mal mit dem Rest. Also, einfach so, nicht so, sondern so. Und hier ein bisschen schräg anfangen. Und dann einfach so im Halbkreis die Zwiebel schneiden. Den Teil haben wir schon mal. Dann brauchen wir eine Paprika. Die müssen wir natürlich auch aufschneiden. Und ich mache das immer so, dass ich die Enden quasi abschneide. Da habe ich meinen Abfall. Und dann schneide ich das auf. Ja, wie so ein Rollbraten, hätte ich beinahe gesagt. Was hast du, hätte ich beinahe gesagt? Habe ich gesagt. So, dann habt ihr quasi das ganze Kerngehäuse raus. Und jetzt geht es einfach an Streifen schneiden. So oder nicht? Schön ist. Geht ratzfatz. Da haben wir noch die Anschnitte. Machen wir natürlich mit. Da kommt nichts weg. Wir brauchen das alles. So oder nicht? Dann werde ich ein paar so Zuckerschoten dazugeben. Da schaue ich, dass die ein bisschen sauber sind, also sprich die Enden sind manchmal ein wenig dunkel. Aber so, ja, das sieht alles gut aus. Kleiner Tipp, Karotten gibt es so beim Fertigsalatteil. Ihr könnt das Ganze schneiden, aber ich sage mal, das ist gar nicht verkehrt. Jetzt sparst du doch einen Haufen Arbeit. Ein Teil für den Salat, ein Teil heute für mein Essen. Sojasprossen habe ich vom Asiaten geholt. Er hat einen Kühlraum und da könnt ihr wunderbar sowas mitnehmen. Natürlich auch die Soßen, die wir jetzt gleich brauchen. Und für die Soße brauche ich schon mal eine Schüssel. Da hinein gebe ich von der Barbecue-Soße. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja wie gesagt dieselbe.
mit der das Fleisch gemacht worden ist. Seid vorsichtig, die hat wirklich richtig Dampf. Habt ihr Kinder dabei, nehmt bloß 2 Esslöffel. Dann habe ich die Woksoße. Von der nehme ich 2 Esslöffel. Ich liebe Sesamöl, aber da reicht wirklich 1 Esslöffel, wenn er den raus will, auf das ganze Rezept. Sehr intensiv. Gerösteter Sesam, sensationell. Dann habe ich eine süße Chili-Soße. Da kommen 4 Esslöffel daran rein. Und der 4. Und ich habe noch Geflügel vor. Den gebe ich dazu. Das sind 100 Milliliter und es darf schon rein. Wir wollen eine richtig schöne, ja, gute Soße drin haben. Das Ganze rühre ich jetzt unter. Und jetzt geht es am Wok weiter, sprich am Wok-Einsatz. So, da wollen wir mal unseren Wok hochheizen. Wok in Anführungsstrichen, der Wok-Einsatz natürlich. Könnt ihr natürlich das Ganze auch auf einem normalen Wok machen. Wie gesagt, der Anspruch jetzt für dieses Rezept, experimentieren. Was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen hochtemperaturfestes Öl. Ich nehme hier Erdnussöl. Und da rein gebe ich jetzt mein Fleisch. Also ihr merkt, da ist Temperatur, ne? Einfach einmal kurz ein wenig anbraten. Dann geben wir schon mal die Zwiebeln dazu. Wir müssen ganz einfach versuchen, das Ganze ein wenig so nach Garpunkt mäßig dazu zu geben. Ach, der Geruch ist schon mal herrlich. Der Broilki-Event, der passt natürlich exakt da rein. Wen hätte es gewundert? Eine Minute später die Paprika dazu. Schön durchmischen. Alles ein wenig Hitze abbekommt. Also ich muss ja echt sagen, der Wok-Einsatz gefällt mir richtig gut. Ich habe da noch 2, 3 andere Ideen, würde ich sicher sehen. So, 3 Minuten später die Karotten dazu. Auch die sollen ja schön knackig werden, aber trotzdem ein bisschen, ja, angekommen. 2 Minuten später die Sprösslinge dazugeben. Also ihr seht, das ist wirklich ein schnelles Rezept. Und jetzt gehen wir der Sache mal so, ich sage mal so 6, 8 Minuten, dann sollte das alles passen. Soße kommt noch dazu. Und mein Grün, die Beine vergessen, die Zuckerschoten kommen noch dazu. Aber jetzt lassen wir das Ganze mal so richtig schön weich werden, durchgaren. Oh, herrlich. Ich liebe es. Ich mache jetzt ganz einfach mal den Deckel für 3 Minuten zu. 3 Minuten später, so schaut es jetzt aus. Und jetzt gebe ich meine angerührte Soße dazu. Das wird jetzt einfach nochmal gut durchgemischt. Die Temperatur nehme ich weg. Alle Brenner sind aus. Ja, und dann können wir schon anrichten. Das Herz eines Asia-Fans sollte jetzt hochschlagen. Also meins tut's. Für so eine ganz spontane Geschichte ist es richtig, richtig lecker. Zumindest schaut es so aus. Ja, das müssen wir jetzt natürlich mal probieren. Und ich bin natürlich ganz klar jetzt erst einmal beim Fleisch und bei meiner Soße. Hopp, fällt runter. Kann es doch nicht so gut. Alter. Da brauchst du nicht mehr zum Ausjahren. Aber dampfig, also richtig schön. Für Kinder so nichts, ich habe es ja gesagt, mit der Soße, mit der scharfen Soße, reduziere es mindestens um die Hälfte, eher um 2/3. Aber richtig lecker. Reis dazu. Ja. Oh, herrlich. Also wirklich, ich liebe asiatisches Essen. Und das ist jetzt, ja klar, mit ein paar Fertigprodukte, also in Summe sensationell. Und glaubt nicht, dass ihr beim Asiaten alles mit, ja, also ihr wisst, was ich meine. Nichtsdestotrotz,
Macht das Rezept nach, wenn ihr wollt. Ich schreibe euch das unten rein. Ich gucke auch einmal, dass ich so die Bezugsquellen ein bisschen herbekomme. Wenn nicht, dann geht einfach in den Asialaden und sucht euch Alternativen. Das ist nicht festgeschrieben, die ganze Geschichte, nicht in Stein gemeißelt. Das könnt ihr auch mit Sicherheit anders und vielleicht auch besser machen. Ja, hoffe, euch hat die ganze Geschichte gefallen. Mir auf alle Fälle. Ich liebe, wie gesagt, asiatisches Essen und meine Frau auch. Und deswegen schaue ich jetzt, dass ich ganz schnell da reinkomme, dass es noch heiß ist. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit bis nächsten Mittwoch. Bleibt mir treu und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da kommt der Link quasi, hätte ich beinahe gesagt. Also sprich das Logo von Barbecue aus Franken, da klickt ihr bitte drauf. Schreibt was dazu, wenn ihr mögt, unten in die Kommentare. Ich werde es lesen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, ja, dann kriegt ihr auch einmal Info, wenn es was Besonderes gibt. Außer der Reihe. Ja, was soll ich noch sagen? Schönes Essen, tolles Essen. Hab mich richtig gefreut und hat mir Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich aufs Reingehen. Und ihr wisst ja, ich brauche Weichzehrung. Es muss sein. Und die Weichzehrung ist einfach mehr Gemüse. Nein. Sensationell. Bis nächsten Mittwoch.